Hallöchen Popöchen zu meinem neuen Video auf meinem YouTube Shorts Kanal. Wie ihr seht, bin ich heute ein kleines bisschen geschminkt. Also ich glaube, man kann es nur ganz, ganz schwer übersehen. Und ich dachte mir, momentan ist ja Halloween-Zeit und ich habe letztes Jahr schon eine richtig krasse Halloween-Reihe gemacht. Und wie cool wäre es, wenn wir mal alle Videos zusammenfassen und uns einfach gemeinsam anschauen. Deswegen habe ich mal alle Videos von meinen letzten zwei Oktober-Reihen zusammengeschnitten und die seht ihr jetzt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und falls ihr meine aktuelle Reihe nicht verpassen wollt, schaut super gerne auf meinem TikTok vorbei oder auf meinem Instagram. Da poste ich nämlich jeden Tag zu dem passenden Oktober und ich wünsche euch jetzt richtig viel Spaß bei dem ersten Teil meiner Halloween-Reihe 2021. Heute ist endlich der 1. Oktober. Das heißt, ich kann offiziell ankündigen, dass heute meine Oktober-Reihe starten wird. Der Oktober hat 31 Tage, das heißt, es wird 31 Halloween-Specials geben. Ich habe 31 Aufgaben auf dieser Halloween-Bucketlist und jeden Tag bekommt ihr eine Überraschung. Auf dieser Bucketlist stehen Halloween-Looks, Halloween-Pranks an Sinan, DIYs und ziemlich gruselige Sachen wie Geisterjagen. Heute beginnen wir natürlich mit dem 1. Oktober und das ist ein ganz klassischer Halloween-Look. Und zwar ist es der Joker. Allerdings möchte ich es nicht ganz klassisch halten, sondern eher ein bisschen moderner. Und ich werde die weibliche Form vom Joker machen. Ich möchte mein Gesicht nicht komplett weiß machen, sondern nur so weiße Akzente setzen. Deswegen mache ich jetzt erstmal meine normale Make-up-Routine. Die Base ist fertig und ich habe schon ein paar weiße Elemente gemacht. Das mache ich einfach mit diesem Pinsel hier. Ich werde jetzt meine Augen schminken und meine Augenbrauen machen. Meine Augen sind fertig. Ich bin jetzt circa so weit und ich muss meine Haare jetzt mit grüner Farbe ansprühen. Ich hoffe, das Zeug geht wieder gut aus den Haaren. Ich mache mal kurz meine ganzen Haare und dann sehen wir uns zum fertigen Look wieder. Der Make-up-Look ist fertig, das ist jetzt das Endergebnis. Ich habe euch gesagt, ich wollte ein bisschen ein anderer Joker machen und nicht der Joker, der irgendwie jeder macht. Ihr dürft gerne in den Kommentaren den Look bewerten und schreibt mir gerne, wie ihr den ersten Tag von der Halloween-Reihe fandet. Ich würde mich noch freuen, wenn ihr jetzt auf Insta vorbeischauen würdet, weil da habe ich jetzt ein neues Bild gepostet mit diesem Look. Und ja, ich gebe mir sehr viel Mühe, deswegen wäre das voll schön und cool. Tschüss! Heute ist der 2. Oktober und wir schauen mal, welche Aufgabe auf unserer Halloween-Bucketlist steht. Punkt 2 ist Halloween-Nails. Meine Hände sehen momentan so aus. Ich habe alle meine Gelnägel so runtergebissen. Deswegen gehen wir jetzt zum Nagelstudio und machen mir gruselige Fingernägel. Wir suchen jetzt gerade ein Design aus für meine Katastrophennägel. Und vermutlich machen wir irgendwas mit Totenköpfen. Jetzt werden die Nägel gefeilt und wir haben die Länge schon rausgesucht. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber die sind wirklich extrem lang. Jetzt ist der Aufbau komplett fertig und auch schon fertig gefeilt. Und jetzt kommt das Design drauf. Und meine Nagelfee macht das jetzt mit solchen Schablonen. Jetzt kommen noch ein paar Feinheiten. Ich bin jetzt wieder zu Hause und habe meine Halloween-Gruselnägel. So schaut die linke Hand aus. Und nicht zu vergessen den Daumen. Und so schaut die rechte Hand aus. Sie ist auch richtig schön geworden. Vor allem gönnt euch mal den Daumen. Hier ist einfach ein Kunstwerk drauf. Eigentlich sind es ja fast schon Krallen und ich frage mich, warum braucht man dafür keinen Waffenschein? Die sind nämlich richtig spitz. Ich bin auf jeden Fall richtig happy und ich finde, sie passen zu Halloween zu 100%. Schreibt ihr mir jetzt mal in die Kommentare, ob ihr mit solchen Nägeln klarkommen würdet. In meiner Story mache ich jetzt coole Experimente mit den Nägeln. Ich werde probieren, Geld aufzuheben, eine Bankkarte rauszuziehen und ein Paket damit zu öffnen. Also schaut mal in meine Story, wenn ihr sehen wollt, wie ich verzweifle. Heute ist der 3. Oktober, das heißt, ich verwandle mich jetzt in Cruella de Vil. So schaut die gute Stute aus und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte richtig Angst vor ihr als Kind. Und hier müssen wir leider die Augenbrauen abdecken. Ich habe jetzt meine stark deckendste Foundation genommen, damit ich jetzt richtig gut auf meinem Gesicht zeichnen kann. Ich denke, das Grün passt soweit. Jetzt muss da noch Glitzer drauf und ein bisschen Schattierung. Puh, das war jetzt anstrengend. Die Kontur wird extrem stark. Auch die von der Nase. Und jetzt habe ich schon meine Lashes und meine Lippen gemacht. Und jetzt wird es richtig schwierig, weil jetzt male ich mir ihr Kostüm auf. Ein bisschen weiß, ein bisschen rot, ein paar schwarze Punkte. Und jetzt mache ich mir noch ein paar Details, setze eine Perücke auf und Kostüm und dann sehen wir uns wieder. Das hier ist jetzt der fertige Look. Ich habe noch meine Hände rot gemacht, diesen Pelz angezogen, den habe ich extra fürs Video gekauft. Ist natürlich kein Echtpelz und ich habe ihn jetzt schon angedatscht. Lasst mich gerne jetzt in den Kommentaren wissen, wie euch der Look gefällt und ich hoffe, euch hat der 3. Tag vom Halloween Special gefallen. Ich werde mir jetzt kleine, süße Dalmatinerwelpen suchen und mit denen ein Bild machen. Das Bild ist jetzt schon auf Insta und ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Heute ist schon der 4. Oktober und unsere heutige Aufgabe heißt Halloween Room. Damit ist mein Schlafzimmer gemeint. Ich habe nämlich noch nie an Halloween dekoriert. Und ich wollte so ein richtiges Gruselbett-Feeling machen. Dazu gehören natürlich Spinnennetze, Fledermäuse und ein paar Grusellaternen. Die leuchten einfach so richtig gruselig, wenn es dunkel ist. So sah die Location dann aus. Ich musste natürlich dann noch mein Halloween-Pyjama anziehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den findet.
Sinja hat in der Zwischenzeit noch Luftballons mit Helium befüllt. Und dann musste ich natürlich einen Halloween-Glückskeks öffnen. Und wisst ihr, was da drin stand? Da stand einfach drin, du hast nicht mehr lange Zeit, nutze sie lieber. Ich habe auf jeden Fall jetzt richtig Angst. Sinja hat noch richtig coole Bilder von mir geschossen und die sind jetzt schon auf Insta. Schaut sie euch an. Heute ist der 5. Oktober und das heißt, wir schminken heute Coraline. Und hier muss ich euch ein kleines Geständnis abgeben. Ich habe den Film nie zu Ende geschaut. Bevor ich mit dem Make-up anfangen konnte, musste ich erstmal so ein paar Knöpfe vorbereiten und die schwarz ansprühen. In der Zeit, wo die Knöpfe trocknen, habe ich dann mein Make-up gemacht. Ich habe es ganz easy gehalten, weil sie ja nicht so arg geschminkt ist. Und ich will kurz anmerken, dass es echt praktisch ist, dass ich jetzt keine Augenbrauen mehr habe. Denn jetzt fällt es mir umso leichter, andere Augenbrauen aufzuschminken. Und ich denke, ich habe ihre Augenbrauen ganz gut getroffen. Allerdings hatte ich dann richtig Schwierigkeiten bei diesen Sommersprossen. Die haben mich echt richtig aggressiv gemacht. Ich ziehe mir jetzt das Kostüm an, setze meine Perücke auf und nehme mir noch schnell Knöpfe an die Augen. Und das Endergebnis seht ihr jetzt. Ich finde, die Perücke macht irgendwie alles kaputt, weil die echt richtig billig war. Aber Sini hat doch ein Bild gemacht und das ist jetzt schon auf Insta. Heute geht es weiter mit dem 6. Oktober. Und das heißt, heute ist die Aufgabe Pumpkin Head. Ich muss euch ehrlich sagen, eigentlich wollte ich heute etwas anderes machen und zwar mit einem echten Kürbis. Ich habe extra solche Rauchbomben auf Amazon bestellt, aber die sind immer noch nicht angekommen. Deswegen musste ich jetzt einfach so einen Make-up-Look machen. Und ich sage euch von vornherein, das ist ein richtiger Fail geworden. Zuallererst habe ich Modellierwachs zu einer Wurst geformt und das dann mit meinem Gesicht verbunden. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, das Ganze ging eine Stunde lang, weil das Wachs immer wieder abgegangen ist. Dann habe ich schon mal angefangen, die eine Hälfte von meinem Gesicht orange anzumalen und mit Gelb und Rot ein paar Akzente zu setzen, damit die Struktur von einem Kürbis einfach mehr rüberkommt. Als ich gerade dabei war, das Gesicht aufzumalen, ist dann das Wachs abgefallen. Ehrlich gesagt hat es mich richtig traurig und wütend gemacht, weil ich einfach eine Stunde da dran gesessen bin. Und dann habe ich einfach probiert, mit Latex und Watte das Ganze zu retten. Allerdings finde ich, ist der Look extrem gefailed. Meine Haare habe ich dann grün angesprüht, damit es so der Stängel vom Kürbis wird. Und ich muss sagen, ich bin wirklich nicht zufrieden und ich werde das Bild auch nicht auf Insta posten. Seid ehrlich, wie findet ihr den Look? Heute ist der 7. Oktober und das heißt, wir schminken jetzt Monster High. Und ich habe mir extra die bekannteste Figur dafür ausgesucht und zwar Frankenstein. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe sie gerade falsch ausgesprochen. Kann mich jemand in den Kommentaren korrigieren? Auf jeden Fall muss ich mir zuallererst eine neue Foundation, Concealer und Bronzer anmischen. Das habe ich alles gut verblendet und danach großzügig abgepudert, damit nichts creased. Damit die Augenbrauen ein bisschen echter wirken, habe ich zuerst mit Braun vorgemalt und mit Schwarz dann kleine Härchen reingezeichnet. Für das Augen-Make-up habe ich wirklich ewig gebraucht. Ihr seht's jetzt. Natürlich habe ich die Besonderheiten von ihr nicht vergessen. Das heißt, ich habe mir dieses Ding ins Gesicht gemalt und am Hals dieses andere Ding. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das genau heißt, aber meine Lippen habe ich auf jeden Fall richtig schön glossy gemacht. Die Ohrringe habe ich natürlich selber gebastelt, genauso wie diese Schrauben. So schaut jetzt das Make-up aus. Ich mache jetzt meine Haare und ziehe das Kostüm an. Und ich bin so gespannt, was ihr sagt, aber das ist jetzt der fertige Look. Ich habe mir für diesen Look einfach das originale Monster High Kostüm bestellt. Und natürlich hat Sini dann noch ein Bild von mir gemacht. Das ist ziemlich cool geworden und das ist jetzt schon auf Insta. Und das Bild müsst ihr sehen. Können wir mal ganz kurz darüber reden, dass heute schon der 8. Oktober ist und unsere heutige Aufgabe heißt Spooky Cookies. Bevor wir anfangen zu backen, können wir ganz kurz über mein cooles Outfit reden? Ihr müsst eine Sache über mich wissen, ich bin nicht der beste Bäcker. Kochen kann ich wirklich ziemlich gut, aber backen liegt mir überhaupt nicht. Letztes Jahr zu Weihnachten, als ich Plätzchen backen wollte, hat danach meine Küche gebrannt. Ihr denkt wahrscheinlich, ich mache Scherze, aber ich meine es wirklich zu 100% ernst. Der Nachbar ist gekommen und hat es mit einem Feuerlöscher dann gelöscht. Nun gut, hoffen wir einfach mal, dass das jetzt nicht wieder passiert. Welche Zutaten ich für den Teig benutzt habe, habt ihr ja gesehen. Und Sini hat das Ganze dann ausgerollt, so dass ich alle Förmchen ausstechen konnte. Und ich habe wirklich die coolsten Förmchen überhaupt. Das sind nämlich extra solche Halloween-Förmchen. Und ich habe wirklich keine Ahnung, was das hier sein soll. Das ist mir ein Rätsel. Soll das ein Hut sein? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was für ein Förmchen das ist. So sahen die dann nach 10 Minuten Backofen aus. Ich habe die dann noch schön dekoriert. Und das ist das fertige Endergebnis. Ich finde es irgendwie richtig, richtig süß geworden, obwohl ich wirklich nicht gut backen kann. Wir haben die übrigens noch mit Lebensmittelfarbe eingefärbt. Sini hat dann den Geschmackstest gemacht und wie ihr an seinem Gesicht seht, hat es ihm echt richtig gut geschmeckt. Schreibt ihr mir jetzt in die Kommentare, welchen von den Keksen ihr am schönsten fandet. Gestern war der 10. Oktober, Sinan und ich waren auf Geisterjagd. Denn das war der 10. Punkt auf unserer Halloween-Bucketlist. Für die Geisterjagd sind Sinan und ich in ein verlassenes Haus reingegangen. Dieses Haus kennen wir schon seit Ewigkeiten, aber wir haben uns noch nie getraut, da reinzugehen. So sieht das Haus von außen aus, die Scheiben sind eingeschlagen, überall ist es bemalt. Und die Besitzer von diesem Haus wollen sich einfach nicht dazu äußern, warum sie das Haus so hinterlassen haben. Denn die Stadt, wo das Haus steht, will schon seit Jahren dieses Haus kaufen. Doch die Besitzer weigern sich, das Haus zu verkaufen, obwohl sie 1 Million Euro geboten bekommen haben. Und deswegen gibt es einige Theorien, was in diesem Haus passiert ist. Sinan und ich waren in dem Haus und wir haben einige erschreckende Funde gemacht. Ich habe schon ein Video dazu gepostet, leider hat TikTok das runtergenommen, ich poste es aber nochmal in meiner Insta-Story. Auf jeden Fall ist die Theorie hinter dem Haus, dass die Besitzer einige Morde darin begangen haben. Und die Leichen haben sie anscheinend in die Wand einbetoniert. Und das soll der Grund sein, warum die Besitzer das Haus nicht verkaufen wollen, weil sonst alles auffliegen würde.
Auf diesen Halloween-Tag habe ich mich ganz besonders gefreut, denn heute ist der 12. Oktober und das heißt, wir machen jetzt einen Halloween-Prank an Sinan. Es wird ziemlich gemein, aber ich meine, wir haben auch Oktober und es muss was Besonderes werden. Deswegen habe ich meine Hand erstmal komplett mit Latex eingestrichen. Denn ich möchte ihn so pranken, dass ich anscheinend meine Hand verbrannt habe und da überall Brandblasen und so sind. In das Latex habe ich solche Löcher reingemacht, um die Brandblasen besser darstellen zu können. Dann habe ich meine Hand angemalt und natürlich musste da noch ganz viel Kunstblut drauf, aber ich kann es euch nicht zeigen, weil TikTok sehr streng mit mir ist. Sinan, möchtest du auch einen Tee? Okay. In der Küche habe ich dann alles vorbereitet und die Kamera so hingestellt, dass er es auf jeden Fall nicht sieht. Und jetzt lasst euch gleich von meinen Schauspielkünsten überraschen. Ein bisschen Wasser verschütten, damit es realistischer kommt. Und jetzt kommen meine cringen Schauspielkünste. Wieso rufst du den Notarzt an? Wir hätten doch einfach auch mit dem Auto fahren können. Oh. Findest du, ich hab's gut geschminkt? Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie meine Hand aussieht, dann schaut jetzt meine Story, da ist ein Bild. Und nein, hört auf, mad zu sein. Ich kann nichts dafür, TikTok hat schon meine letzten zwei Videos gesperrt. Meine Hand sieht richtig schlimm aus, deswegen schaut euch trotzdem in meiner Story an. Kann das sein, irgendwie, dass du schwitzt? Voll unter Schock. Heute ist es endlich soweit. Wir haben den 13. Oktober und das heißt, wir schminken heute Pennywise von S. Ich habe diesen Look ja einmal schon verschoben und ihr habt mich in den Kommentaren auseinandergenommen. Ich habe gefühlt 2000 Nachrichten bekommen, warum ich nicht Pennywise schminke, aber jetzt ist es endlich soweit. Wie ich mich schminke, seht ihr ja in dem Video und ich muss euch eine kleine Story erzählen. Für diesen Look habe ich mir extra das originale Pennywise-Kostüm gekauft und ich habe es extra eine Nummer größer bestellt, damit es mir wirklich zu 100% passt. Allerdings ist es hinten einfach nicht zugegangen, weil es eher wie so eine S bis M ausfällt. Also das Kostüm fällt wirklich extrem klein aus, deswegen dachte ich, ich verschenke es einfach, weil zurückschicken kann ich es nicht mehr. Und wenn jemand von euch als Pennywise an Halloween gehen will, dann schreibt mir unbedingt auf Insta, denn ich verschenke es jetzt in meiner Story. So schaut übrigens jetzt der fertige Look aus. Ich bin froh, dass ihr mich nur von vorne seht, weil hinten ist einfach das Kostüm komplett offen. Sinan hat natürlich ein Bild gemacht, das ist jetzt online und das Kostüm verschenke ich jetzt meiner Story. Heute ist schon der 14. Oktober und das heißt, wir müssen den nächsten Punkt von unserer Halloween-Bucketlist abhaken und ja, ihr seht richtig, Leute, meine Nägel sind weg. Meine Nägel sind echt das kleinste Problem, denn ich glaube, ich werde die nächsten Wochen einfach nicht mehr schlafen können. Denn Sinan und ich machen heute einen Filmmarathon, wo wir nur Horrorfilme anschauen werden und ich habe echt schon Angst. Dafür muss einiges vorbereitet werden und das machen wir jetzt. Tag 14, Halloween-Check. Was wäre ein Oktober und ein Halloween-Monat ohne die passende Kürbissuppe? Deswegen habe ich erstmal Kürbis und weiteres Gemüse klein geschnitten, das dann für 20 Minuten aufköcheln lassen. Danach habe ich das weiche Gemüse püriert, so dass es eine richtig schöne Suppe wird. Ein ganz kleines bisschen vegane Sahne oben drüber, damit das Ganze noch so ein bisschen besser schmeckt. Und für den perfekten Horrorfilme-Marathon braucht man natürlich auch ein paar Snacks. Und am allerwichtigsten sind natürlich die Nachos mit Salsa-Dip. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Nachos mögt. Ich habe noch so gruselige Gummibärchen gekauft und Eis darf natürlich auch nicht fehlen. Die Getränke habe ich natürlich dann auch noch gerichtet und dann war eigentlich auch schon alles fertig. Sinan hat dann schon angefangen zu essen und ihm hat es echt richtig gut geschmeckt. Unser erster Horrorfilm für heute ist Annabelle und schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Film ich noch sehen muss. Heute ist der 16. Oktober und der Tag ist perfekt für jeden, der nicht so gut schminken kann. Denn unser heutiger Punkt lautet Easy Spooky. Und das bedeutet, ich zeige euch, wie ihr mit solchen coolen und günstigen Sets ganz einfache Halloween-Looks machen könnt. Solche Halloween-Schminksets gibt es wirklich überall, sind sehr billig und sehr einfach anzuwenden. Mit diesem Set hier kann man sich als Teufel schminken und mit diesem Set kann man sich ganz leicht als Hexe schminken. Ich werde jetzt einfach dieses Hexenset benutzen und zeigen, wie ihr das anwenden könnt. Zuerst soll man sich ganz grün anmalen und die Farbe gibt es natürlich in dem Set auch. Mit dem gelben Stift setze ich einfach so ein paar Highlights. Mit dieser schwarzen Farbe hier drin betone ich ein bisschen die Falten. Mit dieser braunen Farbe male ich mir jetzt ein paar Augenbrauen. Und mit diesem schwarzen Stift, der drin war, mache ich jetzt meine Lippen. Ein bisschen schwarz noch um die Augen und es muss wirklich überhaupt nicht ordentlich sein. Jetzt kommt da noch so ein schwarzer Leberfleck hin. Eine Nase war da auch noch dabei, die setzen wir uns jetzt auf. Das wäre jetzt der Make-up-Look nur mit dem Set. Das ist natürlich jetzt nicht High-Quality, aber wenn ihr Lidschatten und Lashes habt, dann könnte das Ganze so aussehen.
Das ist jetzt der 2,50 Euro Hexenlook. Es ging wirklich extrem schnell, ist sehr günstig. Und wenn ihr noch ein Hexenkostüm habt, dann wirkt das Ganze nochmal viel besser. Aber ich finde, für so wenig Geld ist auf jeden Fall ein cooler Halloween-Look. Hallöchen, Popöchen. Heute ist der 17. Oktober und wir schminken jetzt The Purge. Vertraut mir, wenn ich euch sage, das ist der einfachste Halloween-Look, den es auf dieser Welt gibt. Zuallererst macht eure ganz normale Make-up-Base, das heißt Foundation, Concealer, Bronzer, Blush. Also nur, wenn ihr das normalerweise auch macht. Ihr könnt auch nur Concealer nehmen, das ist völlig okay. Dann solltet ihr das Ganze abpudern und ich habe dann auch meine Augenbrauen gemacht, weil ich ja keine Augenbrauen habe. Ich habe mir dann noch einen Eyeliner gezogen und Lashes aufgeklebt. Und jetzt kann man einfach mit einem weißen Stift die Maske von The Purge aufmalen. Das geht wirklich super easy. Danach nehmt ihr eure Lieblingsfarbe, ist wirklich egal welche. Ihr müsst auch überhaupt nicht ordentlich sein. Die Farbe stempelt ihr einfach richtig auf die weiße Linie. Und nachdem die Farbe drauf ist, zieht ihr die weiße Linie nochmal mit dem weißen Stift nach. Also diesen Halloween-Make-up-Look kann wirklich jeder nachschminken. Ich verspreche, jeder von euch kann das. Wenn es wirklich jemanden gibt, der diesen einfachen Make-up-Look nicht nachschminken kann, dann gibt es bei Müller diese Purge-Masken. Aber die kosten 15 Euro und selbstgemachte Make-up-Looks sind eh immer cooler. Heute ist der 18. Oktober und der eignet sich perfekt für beste Freunde. Denn die 18. Aufgabe ist es, ein Geisterkostüm zu machen. Es ist einfach so easy, sieht aber am Ende so cool aus. Ihr braucht einfach nur einen Laken und eine Sonnenbrille. Und wirklich, das war's einfach schon. Aber es muss natürlich irgendwie cool sein, deswegen schnappt ihr deine beste Freundin oder deinen Partner und geht in den Wald und macht die coolsten Halloween-Bilder ever. Hier seht ihr jetzt ein paar Eindrücke, wie wir das gemacht haben. Ich weiß nicht, was Sinan da genau macht, aber er hatte irgendwie seine 5 Minuten. Er hat auch einen Laken und eine Sonnenbrille bekommen. Er ist dann so ein bisschen durch den Wald gespukt. Und ich sage euch, es hat einfach so unglaublich viel Spaß gemacht, in diesem Wald diese Geisterkostüme anzuhaben. Markier jetzt deine beste Freundin oder deinen Partner in die Kommentare, denn dann müssen die das auch mit dir machen. Ich habe das Bild noch so richtig cool bearbeitet und das ist jetzt schon auf Insta. Das müsst ihr euch anschauen. Es ist einfach so unglaublich cool geworden. Ich habe mal wieder meine Augenbrauen wegrasiert, weil gestern war der 20. Oktober und auf unserer Halloween-Bucketlist stand die Mutter von Rapunzel. Ich weiß, Leute, wir haben heute 21., aber ich war einen Tag lang krank, deswegen muss ich ein bisschen die Looks aufholen. Und heute Abend kommt dann der Look für den 21. Oktober. Ihr habt ja bis jetzt gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe meine ganz normale Make-up-Base gemacht und dann die Augenbrauen aufgemalt. Und weil die Mutter von Rapunzel ein ziemlich markantes Gesicht hat, habe ich richtig viel Kontur gemacht. Auch einiges an Highlighter habe ich aufgetragen und dann habe ich den Lidschatten gemacht. Ich muss übrigens sagen, der Look war eigentlich relativ einfach. Und ich wollte mich übrigens noch kurz bei euch bedanken, denn wir haben die 1,7 Millionen hier auf TikTok geknackt. Ich bin einfach unfassbar dankbar, so eine tolle Community zu haben und ich gebe mir auch in Zukunft ganz, ganz viel Mühe für euch. Das hier ist übrigens der fertige Look. Ich habe übrigens eine Stunde gebraucht, um diese Haare zu machen. Ich habe einfach bis 4 Uhr morgens an diesem Look gesessen. Mich würde freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr den findet. Und das passende Bild gibt's mal wieder auf Insta. Heute ist es mal wieder soweit. Wir haben den 21. Oktober und unser nächster Punkt heißt Halloween-Maske. Ich habe diese Aufgabe vor 2 Jahren schon mal gemacht und das ist das passende Bild dazu. Und ich weiß einfach jetzt schon, dass ich das Ganze bereuen werde, denn wir werden uns jetzt hunderte Reißzwecke ins Gesicht kleben. Zuallererst habe ich aber mein Augen-Make-up gemacht und ich habe das Ganze in so Rottönen gehalten, weil ich irgendwie voll Bock darauf hatte. Und danach habe ich den oberen Teil von meinem Gesicht schon mal fertig geschminkt. Zini hat mir Tee gebracht, richtig süß, denn jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Denn jetzt werden wir uns ganz viele Reißzwecken ins Gesicht kleben und ich habe das Ganze mit Latex probiert. Das hat aber nicht so gut geklappt, deswegen habe ich am Ende Wimpernkleber benutzt. Ihr habt jetzt auch eine Aufgabe und zwar müsst ihr jetzt mal schätzen, wie viele Reißzwecken ich benutzt habe und es sind wirklich extrem viele. Und wenn ihr glaubt, ihr wisst die Antwort, dann schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer von euch richtig liegt. Ich gebe euch sogar einen kleinen Tipp. Ich habe mehr als eine komplette Packung gebraucht. Das hier ist der fertige Look. Ich persönlich finde ihn extrem cool und er ist einer meiner Lieblinge. Komischerweise wollte Sinan mir aber keinen Kuss mehr geben und ich frage mich echt, warum. Wir haben es einfach bald schon geschafft. Wir haben schon den 23. Oktober und heute geht's um diesen Riesenkürbis. Der nächste Punkt auf unserer Halloween-Liste ist nämlich der berühmte Halloween-Pumpkin-Head-Trend. Dafür habe ich einfach den größten Kürbis gekauft, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, habe den gut eingeschäumt und abgewaschen. Sini hat mir dann geholfen, den Deckel abzuschneiden und das Ganze auszuhüllen. Das hat echt eine Weile gebraucht, aber es hat sich einfach zu 100% gelohnt. Nachdem der komplett ausgehöhlt war, habe ich noch ein Gesicht reingeschnitzt und das war mein Outfit. Wir haben dann meinen Papa abgeholt und wir sind dann alle drei in die Reben gefahren. Sini hat sich als Geist verkleidet und ich habe natürlich den Kürbis auf meinen Kopf gesetzt. Ich habe meinem Papa dann die Kamera in die Hand gedrückt und obwohl er ein paar Schwierigkeiten mit der Kamera hatte, hat er das krasseste Bild ever gemacht. Dieses Bild könnt ihr einfach auf jede Zeitschrift und ist jetzt schon auf Insta. Heute ist der 25. Oktober und ich übernehme heute Isabels Kanal. Ihr geht es leider nicht so gut, deswegen schreibt doch mal alle liebe Kommentare in die Kommentare, Kommentare. Eigentlich wäre Maleficent dran gewesen, aber wir schieben jetzt einfach den Teufel nach vorne. Ich habe dieses Set hier gefunden und damit schminke ich mich jetzt als Teufel. Da ist so Farbe drin und Teufelshörner und ich denke, damit geht es bestimmt richtig einfach. Ich kann mich eigentlich gar nicht schminken, aber ich werde es versuchen. Es geht los. Ich schmiere das jetzt überall in mein Gesicht. Ich habe mich jetzt überall angemalt. Der Mann hat schwarz um die Augen, deswegen mache ich mir jetzt auch schwarz um die Augen. Jetzt mache ich meine Haare rot.
Das hier ist Latex und damit klebe ich jetzt die Hörner auf. Das stinkt so eklig. Jetzt kommt noch das Kostüm. Das ist jetzt der fertige Look. Das ist mein allererster Halloween-Look. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Mein Horn ist abgefallen. Lasst auf jeden Fall das Plus verschwinden, weil Isabel hat es wirklich verdient. Sie gibt sich wirklich extrem Mühe. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Heute soll schon der 26. Oktober sein und mir kommt es irgendwie vor, als wäre gestern erst der 2. Oktober gewesen. Ich glaube, es sind nur noch 4 oder 5 Tage bis Halloween. Ich decke meinen Kopf gerade komplett mit Klopapier und Latex ein, weil heute schminken wir Teletubbies. Es gibt ja Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po und ich schminke Po heute, also den Roten. Dafür muss ich mich jetzt komplett rot anmalen und ich glaube, das wird jetzt eine Weile dauern. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, mich komplett mit Latex einzudecken, damit es ein bisschen besser aussieht. Meine Mutter hat mir damals verboten, die Teletubbies anzuschauen, weil sie gesagt hat, sonst verblöde ich. Und schaut an, was aus mir geworden ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr damals Teletubbies schauen durftet. Oder hattet ihr vielleicht Angst vor den Teletubbies? Ich habe den Mund jetzt schon mal gemalt, jetzt kommen eigentlich nur noch Kontaktlinsen und ein paar Extras. Das hier ist jetzt der fertige Look, ich bin gespannt, wie ihr ihn findet. Und schreibt mir unbedingt, welchen ich von den Teletubbies als nächstes schminken soll, weil Dipsy, Lala und Tinky Winky kommen auf jeden Fall noch dran. Können wir mal kurz darüber reden, dass heute schon der 27. Oktober ist? Und heute schminken wir Maleficent. Bitte macht mich in den Kommentaren nicht schon wieder fertig, ich kann sie einfach nicht so gut aussprechen. Aber sie ist mein Lieblingsbösewicht, aber nur aus dem alten Film. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mag die alten Disney-Filme irgendwie viel lieber. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach mit denen groß geworden bin und deswegen habe ich hier auch die alte geschminkt. Ich habe probiert, so gut es geht, ihren Hautton zu finden und ihre Kontur nachzumachen. Sie hat ja so ein richtig spitzes Kinn und ich bin so gespannt, wie ihr den Look am Ende findet. Denn irgendwie bin ich voll stolz darauf, denn ich finde, er ist voll cool geworden. Ich habe mir noch Kontaktlinsen reingesetzt und das Kostüm. So schaut jetzt der fertige Look aus. Ich bin extrem gespannt, was sie sagt. Und Sinja hat natürlich noch ein Bild gemacht und das ist jetzt schon auf Instagram. Ich muss in 10 Minuten losfahren, weil ich gehe heute in den Europapark. Im Moment sind nämlich die Horror Nights und ich gehe da heute hin. Dort laufen nämlich extra verkleidete Menschen rum mit so Kettensägen und so. Und ehrlich gesagt habe ich auch schon richtig Angst, weil ich bin so ein richtiger Schisser. Dieses Jahr soll es auch besonders schlimm werden und anscheinend muss man davor einen Vertrag unterschreiben, damit man da reingehen darf. Ich hab Angst. Ich hoffe, ich werde nicht verschleppt oder mitgenommen, denn sonst werde ich zu 100% einen Herzinfarkt bekommen. Es gibt insgesamt 2 Tickets. Das erste Ticket ist für Leute ab 16 und das zweite Ticket kostet 250 Euro und das ist für Leute ab 18. Ratet mal, welches Ticket wir haben. Ich schminke mich jetzt nicht extra gruselig, sondern habe einfach so schwarzen Lippenstift aufgetragen und bunte Wimpern. Ich trage jetzt noch so einen coolen Highlighter auf. Jetzt ziehe ich noch was Cooles an. Das hier ist jetzt mein Outfit. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Da hinten ist meine Katze. Wir gehen auf jeden Fall jetzt los. Wie findet ihr übrigens meine Kürbistasche? Die ist ziemlich cool, oder? In meiner Story nehmen wir euch den ganzen Abend mit und zeigen euch dort alles. Dort wird nämlich nicht gesperrt. Ihr habt so lange darauf gewartet. Wir schminken jetzt Catherine von The Vampire Diaries. Der vorletzte Punkt. Ich werde insgesamt 2 Looks schminken und heute kommt der Look dran, wo Catherine noch kein Vampir ist. Sie trägt eigentlich so gut wie gar kein Make-up, deswegen probiere ich mein Make-up ganz, ganz soft zu halten. Ich hoffe, das wird mir gelingen, denn eigentlich neige ich dazu, ziemlich zu übertreiben. Bei ihren Augenbrauen ist mir noch aufgefallen, dass sie eher so eckige Augenbrauen hat. Ich trage keine Foundation, sondern nur Concealer auf. Aber dafür ein bisschen mehr Concealer. Auf dem Bild kann man schwer erkennen, ob sie Bronzer trägt, deswegen mache ich jetzt nur ein bisschen. Aber Blush trägt sie richtig viel. Ich sehe schon die Kommentare vor mir. Du siehst gar nicht aus wie Catherine. Deswegen an alle The Vampire Diaries Fan, bitte nehmt mich in den Kommentaren nicht auseinander. Ich gebe mein Bestes. Die Lippen sind auch sehr natürlich gehalten, deswegen nur einen leichten Gloss. Das Make-up ist jetzt fertig. Ich mache jetzt noch meine Haare. Meine Haare sind jetzt fertig und ich gebe es zu, ich sehe ihr kein Stück ähnlich. Es gibt aber noch ein bisschen Hoffnung, denn ich habe das gleiche Kleid bestellt, welches sie da anhat. Ich werde mir das Kleid jetzt anziehen und noch ein paar Extras hinzufügen und jetzt seht ihr den fertigen Look. Das ist jetzt der fertige Look. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe hier auch noch die passende Kette angezogen. Und die wichtigste Frage ist jetzt, seid ihr Team Stefan oder seid ihr Team Damon? Schatz, dein Blutbeutel. Danke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare unten schreiben, welcher Tag euch am meisten Spaß gemacht hat. Es ist jedes Jahr wirklich das Gleiche. Es ist unfassbar anstrengend. Für diesen Look hier habe ich jetzt 8 Stunden fast gebraucht mit Film, also richtig lange. Und ich muss das Ganze noch abschminken und danach höchstwahrscheinlich meine Dusche putzen. Aber die Halloween-Zeit ist einfach meine absolute Lieblingszeit im ganzen Jahr. Und ich hoffe, euch geht's auch so, wenn ihr so ein bisschen meine Halloween-Videos seht. Deswegen abonniert unbedingt meinen Kanal, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und freut euch jetzt schon auf den nächsten Teil. Fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Bitte liebt eure mit Menschen, das ist unfassbar wichtig und bis dann. Tschüss.